Einen schönen Abend. In Prag läuft die Suche nach dem Motiv des gestrigen Amoklaufs. Zum Tathergang selbst gibt es jetzt immer mehr Details. Klimaschutz im Urlaub. Wir sprechen gleich im Studio darüber, welche Rolle Urlaubsreisen bei der Erderwärmung spielen. Und Weihnachten mit Wanda. Die Band hat heute in der Wiener Stadthalle ein nicht ganz besinnliches Weihnachtskonzert gespielt. Freitagnacht, ich begrüße Sie zur ZIP 3. In Tschechien sitzt der Schock nach dem Amoklauf in der Prager Universität tief. Der morgige 23. Dezember wird zum nationalen Trauertag erklärt. Zu den Ereignissen gestern werden jetzt immer mehr Details bekannt. So soll der 24-jährige Schütze auch seinen Vater umgebracht haben. Und es gibt auch neue Bilder, und zwar vom Täter selbst. Daddy! Daddy! No, back up, here, Sam. Dieses Video zeigt ihn auf dem Dach der Universität. Nach Polizeiangaben soll der 24-jährige Student 8 Waffen besessen und benutzt haben und zu deren Transport Instrumententaschen. Er schoss im Gebäude der Philosophieabteilung um sich und ging dann aufs Dach, erschoss weitere Menschen und wohl auch sich selbst. Prager Polizei geht davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Und wie sie jüngst bestätigte, wurde ein Säugling und dessen Vater in einem Wald vergangene Woche durch dieselbe Waffe erschossen. Vor der Karls-Universität herrscht heute Abend Ruhe. Der Schmerz ist leise. Unser Freund wurde erschossen, deshalb sind wir hier. Wir wünschen den Familien das Beste. Ich bin wirklich traurig. Es tut mir leid. Dieser Massenmord wird nicht nur Prag noch länger beschäftigen. Die tschechische Polizei hat bereits 8 Menschen ausgeforscht, die diesen Fall, Zitat, inspirierend fanden. Wir kommen nach Österreich. Da hat die Corona-Politik der Regierung zu Vertrauensverlust und Polarisierung in der Bevölkerung beigetragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Akademie der Wissenschaften. Ähnlich sieht es der ehemalige grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute in der ZIP 2. Zu Beginn der Pandemie habe die Politik an einem Strang gezogen. Später sei das nicht mehr der Fall gewesen, sagt er. Problematisch wurde es dann, als diese Parteipolitisierung begonnen hat, als zuerst die FPÖ ausgeritten ist aus dieser Einigkeit, aus diesem gemeinsamen Vorgehen, wenn man ganz offensichtlich sich erwartet hat, dass man bei den Unzufriedenen, bei Maßnahmengegnern fischen kann und Stimmen machen kann mit dieser Stimmung. Und das hat uns geschadet und auch die Kooperation in der Bundesregierung ist das, ich sage es ganz vornehm und vorsichtig, schwieriger geworden, deutlich schwieriger. Viele Menschen fahren jetzt rund um die Feiertage in den Urlaub. Andere beschäftigen sich schon mit der Frage, wo es im Sommer hingehen soll. Welche Rolle der Tourismus bei den klimaschädlichen Treibhausgasemissionen spielt, zeigt ein gerade vorgelegter Bericht auf. Und da ist eine Erkenntnis eindeutig. Um die Erderwärmung aufzuhalten, passiert noch viel zu wenig. Es war eines der großen Themen bei der vergangenen Weltklimakonferenz in Dubai, der Global Stocktake, also eine Bestandsaufnahme, wo genau die Welt bei ihren Bemühungen zum Einbremsen der Erderwärmung gerade steht. Ein bisher noch wenig ausgeleuchteter Bereich ist dabei der Tourismus. Er hat im Moment zu etwa 8-10% Anteil an den weltweit ausgestoßenen klimaschädlichen Emissionen. Das zeigt ein neuer Bericht eines unabhängigen Klima- und Tourismuspanels, verfasst von mehr als 60 internationalen Expertinnen und Experten. Hauptverursacher der Emissionen ist nach wie vor der Flugverkehr, aber auch Kreuzfahrten und der Hotelbetrieb tragen zum CO2-Ausstoß bei. Der Bericht räumt zwar ein, dass der Tourismus für viele Regionen und Bereiche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und dass einige Schritte schon in die richtige Richtung gesetzt werden. Trotzdem müsse es auch hier mehr und schnellere Maßnahmen geben, um das Reisen künftig klimafreundlicher zu machen. Einer der Autoren des eben erwähnten Klimaberichts ist Robert Steiger von der Universität Innsbruck und ich bin jetzt mit ihm in Tirol verbunden. Einen schönen Abend. Ja, schönen guten Abend aus Innsbruck. Herr Steiger, Sie haben sich in dieser Untersuchung die weltweite Situation im Tourismus angeschaut. Wo sehen Sie denn in Österreich die größten Herausforderungen? Ja, eine große Herausforderung ist sicher, die CO2-Emissionen im Tourismus zu reduzieren und maßgeblich zu reduzieren und auch sehr schnell zu reduzieren.
Denn derzeit sind wir nicht auf dem Weg, um die Klimaziele erreichen zu können. Das wäre zum einen -50% bis zum Jahr 2030 und Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. Da sind wir gesamtgesellschaftlich und vor allem auch im Tourismus im Moment leider noch recht weit entfernt. Wer sind denn konkret in Österreich die größten Verursacher von Treibhausgasemissionen? Im Tourismus ist der mit Abstand größte Brocken die An- und Abreise der Gäste. Das macht so in etwa 50% der touristischen Emissionen aus. Das heißt, das wäre der größte Hebel, wie wir rasch die Emissionen senken könnten. Die Schwierigkeit hierbei ist allerdings, dass das nicht die Tourismuswirtschaft alleine tun kann, sondern da sind wir auf die Bereitschaft der Gäste angewiesen, dass sie vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem auf die Bahn, umsteigen. Hier wurde das Angebot in den letzten Jahren in vielen Regionen deutlich ausgebaut. Ich denke, es ist auch attraktiver geworden. Wir müssen hier immer noch weitermachen in vielen anderen Regionen, damit wir besser die Destinationen erreichen können. Aber es ist eben auch eine wichtige Aufgabe, die Gäste zu informieren, dass es dieses Angebot gibt und sie dann zu überzeugen, dass es vielleicht sogar auch angenehmer ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Sie haben jetzt schon die Gäste angesprochen. Wenn Österreicher, Österreicherinnen, Menschen, die hier leben, auf Urlaub fahren wollen, was gibt es denn für Dinge, die man da beachten kann, wenn man eben klimafreundlich verreisen möchte? Also welche Dinge sollte man bei der Urlaubsplanung berücksichtigen? Der Trend geht eher in Richtung kürzere Urlaube. Was bedeutet, wir fahren häufiger in Urlaub? Und wenn das dann auch noch mit dem Flugzeug passiert, dann treibt das unsere Emissionen ganz gewaltig in die Höhe. Und wenn wir eher in längere Urlaube gehen, dann machen wir weniger Anzahl von Urlauben pro Jahr und dadurch verringern wir automatisch auch schon unsere Emissionen als Reisende. Wenn wir jetzt über die Auswirkungen des Klimawandels in Österreich sprechen, wie werden die den Tourismus hierzulande denn verändern und wo sehen Sie da auch Chancen für Unternehmen im Tourismus? Eine recht direkte Auswirkung ist, dass die Winter kürzer werden und schwieriger, was die Schneesicherheit betrifft. Wir werden auch Ende des Jahrhunderts in Österreich noch Skifahren können, mit der Beschneiung natürlich. Aber das wird nicht mehr an allen Orten möglich sein, wo das auch heute noch der Fall ist. Und zuallererst ist der Klimawandel hier ein Kostentreiber. Ich muss mehr beschneien und das treibt meine Kosten als Skigebiet in die Höhe. Und hier wird es Regionen geben, die sich schon in den nächsten 10, 20 werden überlegen müssen, dass man vielleicht etwas vom Schnee versucht wegzukommen und alternative Angebote anbietet. Und es wird Destinationen geben, wo man das noch einige Jahrzehnte gut machen kann. Und dort ist die Frage, wie man möglicherweise mit einer steigenden Nachfrage vielleicht sogar umgehen muss im Winter. Das ist als eines der Risiken, eines der größten Risiken, die wir in Österreich haben. Ein grundsätzliches Potenzial stellt ein besseres Wetter, stabilere Wetterverhältnisse im Sommer dar. Auf der einen Seite, also die Alpen werden attraktiver oder ganz Österreich wird attraktiver als Urlaubsdestination auf der einen Seite. Zugleich haben wir den Vorteil, dass wir einige höher gelegene Tourismusregionen auch haben, in denen es im Sommer nicht so heiß wird wie in vielen anderen Metropolen in Europa, in Norditalien oder auch in Deutschland oder auch in Wien. Das heißt, es gibt eine gewisse Nische, in die man gehen könnte, zu sagen, wir sind ein Hitzezufluchtsort für hitzegeplagte Großstädter in Europa. Wo sehen Sie denn die österreichische Politik gefordert? Also was sind ganz konkrete Maßnahmen, die man sofort umsetzen könnte, um die Treibhausgasemissionen zu senken? Eine konkrete wichtige Maßnahme ist, den öffentlichen Nahverkehr weiter zu stärken, vor allem was die Anreise mit der Bahn betrifft und das bis in die Destinationen, soweit das möglich ist. Oder hier auch attraktive Angebote zu schnüren in Kombination Bahn und regionaler Busverkehr vor Ort. Da passiert schon einiges, aber hier muss man vor allem in den Tourismusdestinationen noch etwas an Fahrt zulegen. Das ist der eine Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, nationale und auch regionale Klimaschutzstrategien und Anpassungsstrategien besser abzustimmen mit den Tourismusstrategien. In den Tourismusstrategien steht zum Teil noch nichts oder sehr wenig zum Thema Klimawandel und Klimaschutz. Wenn etwas zum Klimaschutz steht, dann nur relativ allgemeine Aussagen, dass etwas getan werden muss, aber meistens ohne konkrete Schritte und ohne konkrete definierte Ziele, die es in den nächsten Jahren zu erreichen gilt. Sagt der Tourismusforscher Robert Steiger. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Echte Nordmann-Tanne oder doch ein wiederverwendbarer Christbaum aus Plastik? Die Frage wird wohl in einigen Familien rund um Weihnachten diskutiert. Und die Verkaufszahlen zeigen, dass immer mehr Menschen zur Kunststoffvariante greifen. Aber wird die künstliche Tanne zu einer echten Konkurrenz für den traditionellen Baum? Mein Kollege Felix Schneider-Sturm hat sich umgehört.
Für deutlich mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher gehört ein Christbaum zu Weihnachten, wie Umfragen zeigen. Ein künstlicher Baum kommt für die meisten aber nicht in Frage. Wo ist der Geruch im Zimmer? Nach Tannen, nach frischem Baum, das ist ja alles weg. Weihnachten ohne Christbaum ist nicht Weihnachten. Und ein künstlicher Baum, gut, den könnte man vielleicht jedes Jahr wieder verwenden, aber da werden Ressourcen verschwendet. War ich nicht überlegen. Außerdem habe ich schon einen, meine Frau hat ihn schon besorgt. In den USA ist der Christbaum aus Kunststoff bereits beliebter als der natürliche. Angeblich, weil sie grünere Nadeln tragen. Hierzulande gibt es Plastikbäume online, aber auch in Baumärkten zu kaufen. Während sie in Österreich vergleichsweise selten vorkommen, sind sie in Ländern wie Spanien oder Italien gang und gäbe. 10 years. Ich habe seit 10 Jahren einen Kunststoffbaum. In Italien kauft niemand mehr einen echten Baum. Die Nachfrage nach echten Christbäumen ist in Österreich aber weiterhin groß. Der Andrang also war sehr groß, überhaupt die ersten Tage. Die Leute haben schon gewartet, bis das endlich einmal kommen. Eine echte Konkurrenz für den traditionellen Baum stellen Plastikbäume hierzulande derzeit eher nicht dar. Weihnachten und Rockmusik, das sind zwei Dinge, die in der Theorie nicht zwingend zusammengehören. Und dennoch hat die österreichische Band Wander die 9. Festtage zum Anlass genommen, um in der Wiener Stadthalle Weihnachten mit Wander zu feiern. Florian Kölsch war für uns dort. Dass man sich auch ohne Weihnachtslieder auf die Feiertage einstimmen kann, zeigen Wander in der Wiener Stadthalle. Sie begehen ihr Weihnachten mit Wander nicht still, sondern eher rockig. Das war ein schwieriges Jahr für uns, wahrscheinlich für viele andere auch. Ich gratuliere jedem, der ein geiles Jahr hatte. Super, Neid. Aber wir wollen es einfach gemeinsam mit den Menschen beenden. So. Auf eine würdevolle und laute und erregende Art und Weise. Für die Fans passt die Musik von Wander jedenfalls gut zum Fest der Liebe. Ich glaube, sie bringen die Weihnachtsstimmung auch gut rüber. Weil das Jahr war jetzt vielleicht nicht für jeden so super toll. Und ich glaube, bei Wander fühlt man sich dann zusammengehörig. Man kann jede Scheibe einfach mitsingen. Und das will man mehr, oder? Ja. Weihnachtlich einfach. Für die Band sind Auftritte in ihrer Heimat Wien stets etwas Besonderes. Heute sind so viele Menschen da, die wir kennen. Das ist absurd. Ganz toll. Ja. Dann kriegt man halt wieder zur Familie und spielt Kind. Ist auch ein Job. Weihnachten ist einfach ein Job. Im kommenden Jahr gehen Wander wieder auf Tournee. Im Juni soll zudem ein neues Album mit dem Titel Ende nie erscheinen. Und wir kommen noch zum Wetter. Da gibt es bei Sturm und Schnee noch keine Entwarnung. Manfred Meixner hat die Details. Es geht über Nacht stürmisch und in den Alpen tiefwinterlich weiter. Morgen lässt der Schneefall tagsüber langsam nach und verlagert sich mehr ins östliche Bergland. Der Wind bleibt vorerst stürmisch. Am Heiligen Abend und am Christtag beruhigt sich das Wetter langsam. Es ziehen nur noch einige Schauer durch und auch der Wind wird allmählich schwächer. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit sehr hoch. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Das war nicht nur die letzte ZIP des Tages, sondern auch die letzte ZIP 3 in diesem Jahr. Ich darf Ihnen im Namen des ganzen Teams schöne Feiertage wünschen. Morgen früh sind dann wie gewohnt die Kolleginnen und Kollegen in ORF 2 für Sie da. Haben Sie noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen.